Über mich Video mit einem Twist. Und der Twist heißt David. Ich bin auch wieder dabei. Genau, der David ist wieder dabei. Und ich dachte mir, es sind inzwischen, seit ich das letzte 20 Fakten über mich gemacht habe, so viele neue Menschen dazugekommen. Das war, glaube ich, irgendwann 2016, als ich das gemacht habe. Also vor allem war das ja in deiner Comfortzone. Das genau. waren ja Sachen, die du der genau. Öffentlichkeit mitteilen wolltest. Das ist nämlich der Twist. Die 20... Sind es 20? 25. 25. Die 25 Fakten, die ihr heute über mich erfahren werdet, habe ich noch nicht gehört. Die hat er nämlich rausgesucht. Ja, ich bin gespannt. Sollen wir gleich mal loslegen? ja, also der David wird uns, mir und euch jetzt die Fakten vortragen und mal schauen, ob ich einverstanden bin. Ich habe sogar noch einen Bonus gerade, ist mir noch eingefallen. Ich glaube, den packe ich noch. Ein Bonusfakt. Ein Bonusfakt. Erster Fakt. Du hängst den BH immer über die Türklinke am Bad. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, das ist halt praktisch. Was soll ich denn sonst hinhängen? Man zieht ein BH ja nicht jeden Tag neu an. Ja, aber was hat er an der Badtür verloren? Weiß ich nicht, da kann er lüften. Zweiter Fakt. Du denkst, du wärst eine Chefärztin, nur weil du 13 Staffeln Grey's Anatomy geschaut hast. Das ist so. Da bin ich nicht die Einzige, ja? Ich habe eine sehr gute Freundin, die hat auch 13 Staffeln geschaut und die ist auch Ärztin. Wir sind Dr. Dr. Grey's Anatomy. Fakt 3. Ich bin aufgeregt. Du bist unglaublich schlecht in Geografie. Also nicht im Sinne weißt von... Weißt du, was ich jetzt gerade dachte? Ja, Mathe kann ich nicht, aber das heißt der Geometrie. So viel zum Thema Geografie. Sie weiß nicht mal, was das bedeutet. Doch, ich bin gar nicht so schlecht. Soll ich dir jetzt eine Frage stellen? Ja, du weißt immer, wo du hin musst. Aber du kannst, wenn ich dir jetzt eine Landkarte zeige und sage, oder die Weltkarten sage, wo ist welches Land, dann steckst du mir Japan wahrscheinlich nach Südamerika. Ja, das stimmt, da bin ich echt richtig schlecht. Ich war auch noch nirgends. Nächster Fakt. Fakt 4. Du reißt immer schön heimlich die Balkontür auf, damit unsere Wohnung immer kalt bleibt. Weil sie weiß, dass ich das hasse und das sie dann wieder schließen will. Ich und dann tut sie immer so, als würde es so sein, das hat sie so vergessen aufzumachen. Das stimmt nicht. Ich reiß die Balkontür nicht auf, um dich zu ärgern, weil du das hast. Dann, damit du dich zudecken kannst. Auch nicht. Also, ich habe sehr, sehr gerne frische Keine Luft Erklärungen. In meiner Wohnung. Keine Erklärungen. Deswegen lüfte ich sehr oft. Du redest dich nur egal, raus. Egal, wie kalt es draußen ist. Aus gegebenen Anlass, du redest dich nur raus. Ich rede mich nur raus. Immer. Fakt 5. Du hast Baden. Ich hasse Baden? Ja. Ja, Badewanne baden. Ja. Ja, das mag ich nicht. Das da schwimmt man in seinem eigenen Sud. Das mag ich nicht. Ich dusche gerne den Dreck von mir ab, aber schwimme nicht gern darin. Ja, ich will auch lesen. Fakt 6, das ist sogar was Positives. Wow! Wenn du etwas wirklich willst, kannst du es auch und bist erstaunlicherweise sogar noch gut darin. Das war ja toll nett. Du bist erstaunlicherweise auch noch gut darin. Ja, aber das ist doch wenigstens mal etwas Positives. Ja, ist das so? Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so ein Ziel vor Augen, ja, also aber die Zielstrebigkeit lässt auf dem Weg nach. Ja und nein, aber du kannst trotzdem die Dinge meistens recht schnell recht gut, obwohl du keine Ahnung von den Dingen manchmal hast. Ja, das stimmt. Ich habe auch danach keine Ahnung davon. Ich kann es nur. Das ist witzig. Fakt 7. Du machst Backrezepte nie so, wie sie in der Anleitung stehen, ärgerst dich dann über das Ergebnis und schiebst es auf den Ofen. Unser Ofen ist scheiße. Das ist egal, du machst Nein. trotzdem. Du nimmst dann ist so ein Backrezept und sagst, hier steht 100 Milliliter oder 200 Milliliter Milch. Ah, ich habe keine Milch, dann Milchsahne oder irgendwie sowas. Und dann, das scheiße Schatz, aber. Der Kuchen ist schon wieder nicht so geworden wie in der Anleitung und dann schiebst du es auf den Ofen. Der Ofen ist kacke. Fakt 8. Du hast Umarmungen. Ja, ich hasse Umarmungen. Ich bin nicht... Ja, gibt es da nicht irgendeinen so Film? Ich liebe Umarmungen. Da denke ich mir immer... Welcher Film war das? Der Olaf. Weiß ich nicht. Olaf. Oh Frozen. Ja, nee. Also ich bin nicht Olaf. Ich liebe nicht Umarmungen. Fakt 9. Du bist ein heimlicher Jim Chapman-Verehrer. Das stimmt überhaupt nicht. Das sagst du jedes Mal. Ja, immer. Das ist auch jedes Mal so. Also sie guckt immer heimlich die Videos und immer, wenn ich dann zu ihr so. Wenn ein halbes Jahr das sagt sie immer, aber der Browserverlauf sagt was anderes. Was?
Nein, also wenn ihr Jim Chapman nicht kennt, das ist ein englischer Vlogger, YouTuber. Und der macht schon ewig keine Videos mehr im Übrigen. Ja, guckst du ja sein Instagram an, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, bla bla bla. Ja, der ist nicht hässlich. Fakt 10. Aus einem Dekoladen kannst du nie ohne Kerze gehen. Oh ja. Oh ja, ich glaube, es stimmt tatsächlich. Also egal, wo wir sind, ich glaub, ich also auch echt Ikea immer mindestens eine Kerze. Oder Möbel Martin. Ikea kauft jeder eine Kerze. Depot, okay, Depot ist klar, aber du gehst immer mit einer Kerze aus dem Laden raus. Ja, das ist das Mindeste. Auch wenn die nur 1,50 Euro kostet, du nimmst eine Kerze mit. Ist doch schön. Kerzen. Fakt 11. Da werden jetzt Diskussionen entstehen. Du bist eigentlich der Faulere von uns beiden. Nein. Doch. Definitiv nein. Doch. Wie meinst du das? Naja, du, also erstmal ist es so, dass du... Also erstmal ist es so, dass du nicht recht hast. Wenn du müde bist und erschöpft bist, und ich bin das auch, bin trotzdem ich derjenige, der die Pizzen holen geht, bin trotzdem ich derjenige, der einkaufen fährt oder unsere Tochter abholt und du dich immer rausredest mit, ja, das Sami, ich passe dann auf den Sami. Also du bist eigentlich der Faulere. Du sitzt gern zu Hause rum. Ich bin so ein Chili-Milli, das stimmt. Ich faulenze gerne auf dem Sofa, aber... Den ganzen Tag über mache ich mehr. Meinst du? Haushalt? Sei ehrlich, Haushalt? Das Schöne ist, sie sagt beim Haushalt, sie macht so viel im Haushalt. Aber sie ist so schnell, dass sie den ganzen Haushalt innerhalb von einer halben Stunde erledigt hat. Nur weil du nicht schnell bist. Ich war 8 Stunden arbeiten. Das ist egal. Nur weil du nicht schnell bist, ist das keine Ausrede. Dann sitzt du da und trinkst eine halbe Stunde deinen kalten Kaffee. Ja. Das habe ich auch vergessen aufzuschreiben. Ist noch ein Bonusfakt. Du machst dir immer Kaffee und lässt ihn dann stehen, bis er kalt ist. Ja, das stimmt. Fakt 12. Wenn du wütend wirst, lachst du. Das stimmt. Wenn du wütend wirst, lachst du. Dann lachst du. Und das ist so eine Mischung. Man denkt, dass dann das Spaß ist und dabei ist es kein Spaß. Ja, das stimmt. So. Wenn ich so richtig sauer werde, dann lache ich erst und dann werde ich richtig aggressiv. Ja. Fakt 13. Du würdest Fastfood und die Couch immer einem Restaurant und Theater bevorzugen. Oh ja, definitiv. Wer würde das nicht? Würdest du das nicht? Es gibt viele Menschen, die lieber in ein teures Restaurant und Theater gehen würden, als McDonald's zu essen und einen Film zu gucken. Couch. Das ist viel besser. Fakt 14. Du bist launisch wie das Wetter. Scheint die Sonne, bist du überglücklich und springst durch die Wohnung und tanzt. Fakt 15 sag ich schon. Scheint nicht die Sonne und der Regen ist da. Scheint der Regen? Scheint der Regen. Bist du unglaublich nervig. Ja, das ist aber auch was für mich anstrengend ist. Ich bin extrem wetterfühlig und ich bin totaler Winterdepressivling. Das ist wirklich so. Wenn ich morgens aufstehe und ich sehe beim Balkon die Sonne reinscheinen, dann denke ich mir, Gott sei Dank, heute wird ein guter Tag. Egal, was kommt. Aber das stimmt tatsächlich. Ist das schwierig? Ich nehme sie jetzt immer dabei beim Wort. Das heißt, wenn sie es an einem guten Tag ist und sie mit mir meckert, dann sage ich, du Schatz, du darfst nicht mit mir meckern. Die Sonne scheint. Heute scheint die Sonne. Du musst lieb mit mir sein. Ja, heute scheint die Sonne. Fakt 15. Du würdest lieber dein Instagram-Feed lesen als ein Buch. Ja. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Ich lese nicht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich... Ich lese nicht. Wie viele Bücher habe ich gelesen? Ich wollte nicht so gemein sein, aber wahrscheinlich nur die man in der Schule lesen muss. Was habe ich gelesen? Die Wüstenblume, das Natascha Kampusch Buch. Und das war's. Und ich glaube, das war's. Vielleicht dann noch in der Schule irgendwas. Nee, ich glaube, ich habe noch irgendwo eins hier stehen, was ich gelesen habe. Fakt 16. Du fluchst viel. Oh ja. Ich fluche sogar so viel, dass meine eigene Tochter mich ermahnen muss. Genau. Mhm. Gut, gell? Das wusste noch keiner über mich. Ich bin ein Mensch der schlimmen Wörter. Fakt 17. Ja. Du würdest ständig umziehen. Ja. Ich liebe umziehen. Auch aus dem Grund, weil man dann immer in einer komplett grundgereinigten Umgebung lebt. Und alles ausgeräumt hat. Fakt 18. Du würdest am liebsten ständig alles umdekorieren und umräumen. Ja. Deswegen wahrscheinlich auch, du würdest ständig am liebsten umziehen wollen. Ja, das stimmt. Ich könnte eigentlich mindestens einmal in der Woche die Zimmer tauschen und umbauen und so. Und der David sagt dann immer, ja, machen wir, Schatz, ja. Und dann machen wir es nicht. Der weiß schon, wie er mich besänftigt. Bist du etwa genervt von mir? Fakt 19. Du würdest eher 1000 Euro beim Depot ausgeben als bei Aces. Ja. Ja.
Du würdest eher den ganzen Depotladen leer kaufen, als 1000 Euro Klamotten beim Zara kaufen. Ich bin so ein totaler Interior-Mensch. Komischerweise, selbst wenn ich was finde, was mir gefällt und ich kaufe es, habe ich in einer Woche später wieder was gefunden, was mir besser gefällt. Ja, das ist so ein bisschen das nächste. Wenn wir mal irgendwann in ein Haus ziehen und uns das Haus einrichten. Dann lasse ich das von der Innenarchitektonin einrichten. Das muss echt perfekt sein. Sonst, glaube ich, kaufe ich ständig ein. Fakt 20. Du singst immer heimlich, schön, und wenn man dich dann entdeckt, ziehst du es ins Lächerliche. Also da eskaliert es quasi. So nach dem Motto, du singst total liebevoll und dann... Das hat einen Grund. Hörst du den Grund? Nein. Weil ich das immer mache, dass ich mich lächerlich mache, bevor sich jemand anders über mich lustig machen kann. Die tiefen psychischen Beweggründe einer Chucky. Fakt 21. Du kannst über dich selber lachen. Ja. Das ist gut. Ein guter Fakt. Der einzige gute Fakt bis jetzt, ne? Danke. Fakt, wir müssen mal Fakten Fakt über dich machen. Fakt 22. Du bügelst nicht. Das ist nicht mal zerknittert. Nie. Nicht mal viel. Ich musste mir selber Bügeln beibringen, damit ich richtig bügeln kann. Ich musste mir selber Bügeln beibringen. A modern man hier. Ich ja, ich bin bügeln. A modern woman. Ich bügel nicht. Ich hasse Bügeln. Ich schwitze da. Ich hasse Schwitzen. Ich hasse Schwitzen, ist auch ein Fakt. Diese Liste geht weiter und weiter. Ins Unendliche. Du redest übrigens andauernd und man sieht nur deinen New York Yankee. Du bist eigentlich gar nicht da. Ich bin neugierig. Fakt 23. Du bastelst Dinge immer selber, nur um dann festzustellen, wenn sie fertig sind, dass sie dir nicht gefallen und dass du sie dann doch neu kaufst. Du meinst so DIY-Sachen? Ja. Ja, was? Ich möchte immer Geld sparen. Ja, und dann gibst du am Schluss für die selbstgebastelten Sachen mehr Material aus, als die Dinge neu im Einkauf kosten. Oh ja, ich weiß. Den größten Fehler, den ich da gemacht habe, war mein Brautkleid. Mhm. Das hätte mir eigentlich eine Lehre sein müssen. Ja. War es aber nicht. Fakt 24. Pflanzen fürchten dich und nur Kakteen überleben bei dir. Rette sich, wer kann! Also dieser Bonsai, der da hinten steht, den darf man nicht anfassen, weil wenn man ihn anfasst, zerfällt er zu Staub. Das stimmt nicht. Der ist da eigentlich nur ein Schein. Extra so der ist aufgemalt auf die Wand. Wenn ich in ein Pflanzengeschäft reingehe, sagen die Blumen, lass die Blätter hängen. Eine Sekunde? Wenn sie dich mitnimmt, ist es vorbei. Nein, jetzt hör, boah, der ist so gemein. Hab ich dir geschenkt. Das ist eine ganz schöne Blume gewesen. Guckt mal, die ist doch sehr glücklich, oder? Weiter geht's. Wir sind auf der Zielgeraden. Und der letzte Fakt, den ich mir aufgeschrieben habe: Sami hat dich fest um den Finger gewickelt. Ich hasse es, wenn du das sagst. Das ist so. Sami darf eigentlich alles. Sami darf alles und macht alles und. Oh ja, Pupu, mein Gott. Ist das? Ich weiß nicht. Beim ersten Kind weiß man es noch nicht. Da war ich auch immer irgendwie ein bisschen so überreizt und so. Und beim zweiten Kind denke ich mir andauernd, oh, es ist mein letztes. Das ist mein letztes. Und jetzt kommen wir zu unserem Bonusfakt, den ihr alle nicht wisst, ja, den aber jeder wissen sollte. Zeig mir deine Hände. Jacqueline hat in den letzten 7 Jahren sowohl den Verlobungsring als auch den Ehering verloren. Tschüss! Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Super. Du hast den Ehering übrigens auch schon mal liegen lassen. Er wurde aber gefunden wieder. Und das war aber dein Glück. Ja, trotzdem wurde er gefunden. Ich habe meinen Ehering noch. Du hast weder deinen Ehering noch deinen Verlobungsring. Bei dem Ring, den ich ihr dann als Ersatz für den Verlobungsring gekauft habe, ist ein Stein schon hinausgebrochen. Und den anderen, dann habe ich ihr nochmal einen Ring gekauft. Der liegt im Fensterbrett auf dem Bad. Den hat sie jetzt seit 4 Wochen immer an. Ja, das stimmt. Und ich mag Ringe eigentlich schon gerne. Ja, schön. Vielleicht magst du mich einfach nicht. Oh, doch, ich mag dich. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch jetzt gefallen. Ich fühle mich ein bisschen entblößt. Aber mich würde es super mega freuen, wenn das ein paar von euch nachmachen möchten. Also, wenn ihr Lust dazu habt, dann lasst doch eure beste Freundin, eure Freundin, euren Freund, euren Mann ein paar Fakten über euch raussuchen. Das geht raus an dich, Sarah Jane. Zum Beispiel, Sarah Jane, wenn du Lust hast. Ja, das würde mich sehr freuen, sowas zu sehen, weil ich finde die Fakten sehr interessant, aber man kann die ja schon so ein bisschen deichseln. Ich hab noch mehr, wenn ihr wollt. Also, was noch mehr? So Teil 2. Wir verabschieden uns jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auch so. Bis bald. Tschüss. Tschüss.